Gegen 11.45 Uhr wollte am Samstag ein 53-jähriger Taxifahrer mit seinem Mercedes in Einsiedl an der Ecke Neue Straße-Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und so kam es zur Kollision mit einem Hyundai Elantra. Bei dem Zusammenstoß wurden die 27-jährige Beifahrerin des Hyundai und ihr 7-jähriger Sohn verletzt. Während die Mutter nur ambulant versorgt wurde, musste der Junge zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.